Herzlich willkommen zur Radiofolge. Wie auf der Marsch? Ja, der Marsch kommt weiter. In der Aufnahme. Hier am Thüringen-Kartel. Wir machen weiter mit Verkauf. Unsere Güter. Ja, wir verkaufen, ne? Wird man mal haben. Ich rufe die Preise an. Wir haben gerade Futter gekriegt und Wasser. Von daher, wir haben so wenig. 406, das sind ja die Kühe. Ich muss mal lieber gucken. Das Wetter, weil der hier. Oh, Schnee. Schnee, Schnee, und dann Schneeregen. Oh, Frühjahr wird auch schon schlecht. Oh. Ja, gut. Kommt wieder eine feuchte Zeit dazu. Das macht nichts, ne? Also, obwohl man dazu sagen muss, wenn ich jetzt eine Umstelle auf 3 Tage, kann er sich das komplett ändern. Also, das ist nie ausgeschlossen. Naja, gut, okay. Macht ja nichts, ne? So, nehmen wir das. So, wir machen weiter heute mit Verkauf. Wir haben noch ein bisschen was drin. Nicht viel. Ein bisschen Gerste noch, ein bisschen. So, mal gucken. Vegan können wir auch noch was reinkippen. Aber das rennt nicht weg, das kann man immer noch machen. Da haben wir noch Zeit bis zum Frühjahr, ne? Also, bis wir wieder Silage kriegen. Da können wir locker noch sagen, ja, das vergeht noch eine Weile. Also Mais ist nächstes Jahr nicht geplant. Aufgrund der Tatsache, dass wir Flächen haben, wo wir im Prinzip kein Mais anbauen können, weil wir im Prinzip keine Flächen frei haben, wo wir im Prinzip von der Fruchtfolge her kein Getreide anbauen können. Wir werden nächstes Jahr vorwiegend Raps haben, Sonnenblumen und Soja. Das ist wohl vorbeigefahren, ne? Logisch. Nicht logisch. Haben wir eine Ehrenrunde. Ja. Ja, und hier ein bisschen Dünger noch, hat man noch ein bisschen entsorgen. Unser Lager, wo ihr dachtet, Lager zeigt nicht an. Ja, doch, zeigt an. Dann kann ich gleich mal die eine Futter noch geben. Das ist gar nicht so wenig. Das ist ja überhaupt nicht gut. Vor allem dann, wenn es in der Nacht plötzlich zu wenig aus, ne? So. Das wäre eine Katastrophe. Ich dachte, wir wären fertig zum ersten Mal. Denn wenn dann hier nämlich das komplett. So, mal gucken. Denn wenn die Tiere nicht Futter haben, das ist dann ganz schlecht. So, hier ist voll. Ne, also ein bisschen, das können wir ignorieren, das ist nicht schlimm. Aber wenn jetzt hier im Winter gibt es kein Gras und kein Hahn, das kann natürlich sein. Hat sich jetzt mehr brauchen, ne? Also Inflation. Und da links da. Und da. Gut, das sind noch mehr Tiere, ne? Die haben noch weniger Heu im Gras, ne? Also Heu haben die sowieso nicht. Also das sind Reste von Futter mal, aber Gras wird ja jetzt deutlich weniger. Das ist ja Herbst, ne? Also. Im Winter gibt es kein Gras, normalerweise. Also sieht schon besser aus. Ja, gut. Tiere im Auge behalten, damit wir Futter haben. Angestellte haben wir ja nicht, die im Prinzip dann rufen und warnen. Ne? Klingel Telefon, ne? Du musst dich mal um die Kühe kümmern, ne? Das haben wir hier nicht. Oder man sagen könnte, Angestellte, du kümmerst dich um die Tiere. Mit allem drum und dran, mit Verkauf, Einkauf, Füttern und so, ne? Das sind so eine Manageraufgaben, ne? Junge, zum Futter-Dings da, ne? Das ist da. Fahrt er wieder in der verkehrten Richtung, ne? Die enge Kurve mag er nicht. Logisch ist, ne? Das ist ja eigentlich fahren, ne? Wenn der Fuß alles verbiegt, ne? Ja, wir wollen was verkaufen.
Wie Geld im Start im Frühjahr. Ob wir jetzt Geld kriegen von der Bank, Zinsen? Wäre doch logisch, ne? Ah, gut, heute gibt es ja kein Geld. Ach, nur 16.000. Was ist noch drin? Hafer und Soja, ne? So, Sonnenblumen, Soja, Soja. Verkaufen wir im Winter. Ja, das lohnt sich jetzt nicht, ne? Also die ersten 16.000. Das Lamm drinne. Das riskieren wir jetzt mal. Ah. So. Ich wollte verkaufen. Traktoren, also 1, 2, 3, 4. Die verkaufen. So. LKW und Anhänger behalte ich noch. Garage. Den Deutz. Verkaufen. Den John Deere. Verkaufen. Wie gesagt, jeder, was Mod ist, schiebt das mal raus. Verkaufen. Bis auf die LKWs. LKWs immer nicht. Und die Fahrzeuge für die. Ne, auch nicht verkauft. Ne, hier. Verkaufen. Das brauchen wir noch. Das können wir auch verkaufen. Das ist jetzt ein mit 76, also 24 Kühe und mal gucken, ob er im Jahr geht. Forst. Tiertransport. Der Original macht 12 Tiere. Das ist unterwegs, ne? Meine, wenn wir jetzt Kälber haben, müssten wir sagen, okay, und den. Und wenn wir jetzt Kühe haben, wachsen, dann macht das da Sinn. So. Der geht drauf. 14. Ja gut, da überlegen wir noch. Der hat da ja nicht kein Problem, oder? Weil Kühe fährst ja oben dämlich, ne? Also. Ja. Muss ich sehen. So, das ist weg. Aufgabe. Das sind alles Originalmaschinen. Das Dolly. Na, Dolly auch noch nicht. Da muss ich aufpassen. Da sind Dollys dran. Obwohl, die Hänger brauche ich jetzt nicht mehr. Beziehungsweise, ich werde mal gleich in der nächsten Folge im Prinzip. Wenn wir jetzt aufhören, dass ich in der nächsten, übernächsten Folge dann alles neu kaufe. Beziehungsweise immer kaufe, was ich brauche. Zum Beispiel den LKW mit Anhänger für die Lade zum Beispiel. Dem würde ich anfangen. Weil das ist ja, was wir brauchen werden. Ne? Und dann hier natürlich hier Anhänger. Die Förderbänder sind eh original. Dieses Teil von Garant ist auch original. Also Originalmaschinen verkaufe ich erstmal nicht. Warum auch hier? Die gehen ja nicht weg, auch wenn ich Mod oder leer mache. Ne? Also ansonsten, wenn ich Mod oder leer mache, dann sind ja die Maschinen eigentlich komplett weg. Wenn ich wieder starte und ist nicht da, dann ist das, kann auch nicht geladen werden, ist er weg. Von daher würde ich mal sehen, dass mir ja ob man die Gärreste verkaufen kann? Nee, ne? Bestimmt einige Liter. Da. Aber ich glaube eher nicht. Und wer kauft denn sowas? Muss er höchstens entsorgt werden. Beziehungsweise verschenkt. Da nicht. Das ist das Problem unserer heutigen Gesellschaft, dass wir im Prinzip was produzieren und hinterher will es keiner haben, weil es Gülle, Mist, Gärreste, haben wir so nicht, ne? Nö.
gab schon Gärrest, aber keine haben. Wie gesagt, nur auf den Feldern entsorgen, beziehungsweise als Dünger verwenden. Und da ist es ganz gut angebracht, dass man da ja, auch macht. Es war ein Haufen Arbeit, aber das werden wir auch tun. Da werden wir uns so ein Maschinchen kaufen, ne, so ein kleinen, ne, so ein, Gülle, Mistfeuer. Mist werden wir nicht rausfahren, oder? Na gut, die Gülle werden wir im Prinzip verkaufen in der BGH, das ist kein Thema. Aber den haben wir zum Beispiel. Dann können wir ja mit dem einen großen, der ist klein, also die größte hat 25.000. Wenn ich jetzt nur von Originalmaschinen erstmal, ne? Der hat 34, möchte so raketsnah wie möglich arbeiten und der hat 30.000 Meter. Wenn wir den nehmen würden, der hat eine Breite von 36 und der hat auch eine Breite von 30. Das hier ein Mod, ne? Das hier anders, das 15 Meter, was da genau jetzt ist. Mod. Muss man jetzt aufpassen, weil die werde ich ja später wegnehmen. So, der hat 30.000 Liter, der kann Gülle und Gärreste und SB. Ja, dann würde ich eher den nehmen und den dazu. Dann haben wir da entsprechend zusammen mit Coursplay entsprechende gute Lösung, sagen wir so. Ne? Dann kriegen wir das gut entsorgt. Das ist ein Grupper hier mit 12 Meter Breite und da kann mit dem zusammen, glaube ich, oder mit dem sogar unterarbeiten. Ich soll überlegen mit Coursplay, ob das dann auch Sinn macht. Ein Arbeitsschritt, dann Gruppen und unterflügen. Aber das macht nur da Sinn, wo wir auch gruppern müssen. Ne? Weil überall müssen wir nicht gruppern. Bei Felder wie jetzt links und jetzt später hier Sonnenblumen aussehen wollen und oder Mais zum Beispiel, würde auch so ein Fall sein, da musst du wieder eine Maschine haben, die das entsprechend auch voll gruppert wird. Das, weil die Maschinen gruppern dann nicht in den Tag, ne? Also dann müssen wir wieder einen Mod verwenden. Wäre eine Option, ne? Aber will ich ja so nicht. Bin ich verrückt, das ist so. Gleich habe ich bei der Marsch Aufforderung, aber auch wie gesagt der Winter kommt, weil dann haben wir, wenn wir die Geräte nicht mehr da haben, nicht mehr brauchen, dann können wir umstellen. Jetzt vorher umstellen wäre riskant, ne? Also gut, das würde gehen. Man müsste ja im Prinzip ja, mal einen Tag in der Woche wie die Zeit nehmen und dann und vor allem die Season vergessen, das ist ganz wichtig. Wenn ich mit der Sparte starte und dann Season vergessen habe zu lassen, dann wird es ärgerlich. Ne? Dann ist es, ja, dann ist die Arbeit, die Aussaat von Raps umsonst. Ne? Und dann startet er neu mit Seasons zum Beispiel und dann kommt wieder die Meldung, dass er wieder alles auf Null bringen will. So, was soll ich jetzt machen? Mal gucken hier, ne, da nichts drin. So, einmal sind auch leer. Da haben wir auch nichts. Passt. Die Arbeit hat gerade noch. Stroh ist voll. Das Teil haben wir noch. Und das Teil haben wir noch. So. Da bin ich jetzt nicht ganz schlüssig. Da. Ne? Also. Was machen, ne? Im Grunde brauche ich hier sowieso ein Gerät. Das brauche ich jetzt im Winter sowieso. Ah. Ich weiß genau, das hat total mit 12 Meter und das andere macht nur 8. Mein Gut, ja. Muss ich sehen. Die Bahn stören wir nicht. Können wir mal ein Regal einkippen. Können wir mal gleich machen. Mal den Radlader nehmen. Den kleinen, ne? Der bereit dafür ja.
So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen und fürs fleißige Kommentieren und Liken. Wer es mal gemacht hat, immer schön, immer Freude, wer es nicht gemacht hat, auch gut. Dann sage ich hier mal Tschüss und Ciao. Ja, wir sehen uns dann gleich wieder zur nächsten Folge. Am Freitag, letzte. Dann geht es weiter, Samstag weiter, ne? Ja, tschüss.